Hallo alle miteinander und ein großes Hex Hex. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich begrüße euch zum zweiten Teil von Die Abenteuer der kleinen Hexe Juna. Unsere Folge heute heißt Das Doppelleben. Heute befinden wir uns in der Burg von Maximus Black. Runzia ist gerade durch die Eisentür marschiert, als Maximus sich setzen wollte. Ach du lieber Nachtschatten, Runzia, was willst du denn hier? Was ich hier will? Ja, was will ich wohl? Das kannst du dir doch bestimmt denken, oder? Nein. Ich möchte, dass du mit mir die Herrschaft der Hexen und Zauberer erlangst. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber ich habe seit dem 30. Januar 2021 keine Zauberkraft mehr. Oh, das ist ja schade. Nein. Wirklich schade. Ja, und das alles wegen der kleinen Göre Juna Naseweiß. Ah. Da gibt es ja doch etwas, was uns beide verbindet. Und das wäre? Der Hass auf die dumme Göre Juna Warzeweiß. Ich glaube, die heißt Naseweiß. Sag ich ja. Die Kleine muss ihre Hexenkraft verlieren. Nur so können wir ohne Probleme die Zauberwelt regieren. Denn wenn Juna das mitbekommt, wird sie alles Hexenmögliche dagegen tun, um uns in die Suppe zu spucken. Wieso? Welche Suppe? Ich mag keine Suppe. Nun ja. Oh, Maximus! Bist du so blöd oder tust du nur so? Ich warne dich. Mach mich nicht so von der Seite an, sonst werde ich... Ich werde... Was wirst du? Dich höflich bitten, aufzuhören. Tja, Maxi, ohne Zauberkraft geht wohl nichts, oder? Nenn mich nicht Maxi. Ich bin der große, mächtige, der blutrünstige, der berüchtigte, angsteinflößende, gut aussehende, harte Maximus Black. Du meinst wohl der kleine, schwache, machtlose Maximus. Denk dran, du hast immer noch keine Zauberkraft. Ach komm, ist doch gut. So, jetzt müssen wir einen Plan schmieden. Was schlägst du vor? Naja, vielleicht gibst du mir erstmal deine Hexenkraft und dann sehen wir weiter. Ganz sicher nicht. Halt den Schnabel, ich muss nachdenken. Das kannst du? Denken? Ja, stell dir vor. Also, am besten ist es, wenn wir strategisch vorgehen. Hä? Lass uns doch einfach einen großen Fluch über die Stadt zaubern. Dagegen kann die kleine Naseweiß nichts tun. Und was für ein Fluch? Das ist eine echt gute Frage. Vielleicht einen Schluckauffluch. Sobald einer Schluckauf hat, bekommt sein Mitbewohner ihn auch. Und sie werden ihn nie mehr los. Nein, das ist totaler Quatsch. Aber wie wäre es mit einem Akzentfluch? Was meinst du damit? Wir mischen den Zaubertrank in das weltweite Trinkwasser. Und sobald jemand Wasser trinkt, hat er auf einmal einen ganz anderen Akzent, der nicht zu ihm passt. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ha! Übrigens, gleich müsste die Zeit um sein und ich bekomme meine Zauberkraft wieder. In 3, 2, 1...
Ja! Oh, das tut gut. Endlich habe ich meine Zauberkraft zurück. So lange ist das her. Ob von nah oder fern, ich habe Durst. Drum bringe man mir eine Wurst. Tja, Maxi, wohl zu lange nicht mehr gezaubert, oder? Hex, Dididumdei! Es ist spritzig, es ist frisch. Ich will ein Glas Wasser auf den Tisch. Ah, danke, Runzia. Sehr gerne, Maxi. Ah. Alles gut? Na los, trink. Das hättest du wohl gerne. Ich will aber keinen Fluch haben. Ach, du Luftkopf. Erstmal müssen wir den Fluch doch aussprechen. Okay, und was brauchen wir alles dafür? Wir brauchen einen Duden, verschiedene Flaggen und Filme in verschiedenen Sprachen. Ja, so, hier ist alles. Sehr gut. Dann fangen wir mal an. Bist du bereit, Maximus? Ja, bin ich. Durch die Kraft von 66 umgekehrten Pentagrammen. Sei du unrecht oder echt sich, heile die von ganzen Stammen. Formel aus der Zeit der Nacht. Willst du es? Zeige deine Macht. Flux und Blink zusammen und der Donner blitzt und flammen. So sei der Fluch aktiv. So, ab jetzt ist der Fluch aktiv. Jetzt heißt es abwarten. Und wie bekommen wir nun die Weltherrschaft? Das, mein lieber Maximus, passiert jetzt von ganz allein. Aha. Sobald die Hexen und Zauberer den Akzent haben und nicht mehr ihre normale Sprechweise sprechen, können sie auch nicht mehr zaubern und hexen. Und wenn alle von dem Wasser getrunken haben, sind wir beide die Einzigen, die noch Kräfte haben. Und fertig! Junge, du hast recht. Ah! Kruzi Türken, scheiß Klumperwex! Oh, Maxi! Nein, das war doch nur Spaß. Oh, Maximus, ey! Nun schauen wir mal bei Jona vorbei. Die ganze Familie sitzt am Wohnzimmertisch und spielt Karten. Auch der Vater von Francesco ist dieses Mal dabei. Jetzt dürft ihr alle vier Karten ziehen. Oh Mann, ey, Juna, muss das sein? Lass mich mal kurz überlegen. Ja. Das ist meine Tochter. Das kriegst du alles wieder, Schwesterchen. Ach komm, Bruderherz, nicht so lange schnacken und vier Karten ziehen. Ja, ja, ich sage es dir ja nur. Bäh, 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 bäh. Hey, hey, was ist hier los? Papa, du musst vier Karten ziehen. Was, warum? Weil Juna eine Vier-Aufnehmen-Karte hingelegt hat. Ach so, okay, na dann mache ich es mal. Eins, zwei, drei... Und, Vier, Opa. Ja, vier. Genau, meine Kleine. Opa Arthur, du musst auch noch vier Karten aufnehmen. Ha, ha! Und wessen Fehler ist das? Jonas Fehler. Ey! Okay, wenn's denn sein muss. Eins, zwei, drei und vier. Opa, vier Stück. Ja, ja, okay. So, und vier. Sag mal, Juna, meine Kleine,
Wie läuft es denn eigentlich in der Schule? Na ja, eigentlich ganz gut. Wie ganz gut? Papa, du bist dran. Ja, warte mal, Junge. Und, Juna, wie sind denn so deine Noten? Und was macht dein Liebesleben? Papa, bitte. Ach, ganz ruhig. Ich wollte doch nur ein bisschen Konversation führen. Ja, so, wer ist dran? Ava, du bist dran. Das weiß ich selbst. So, dann hier einmal aussetzen. 4 ziehen und jetzt lege ich diesen Joker hin und habe damit gewonnen. Opa, das ist die Gebrauchsanweisung. Oh, okay. Dann bist du jetzt dran, Gottfried. So, dann einmal blau und letzte Karte. Ach du Scheiße. Juna. Ben Kleister? Gut. Wie sagt man in Spanien? Un, dos, tres, cuatro. Uno, uno. Gewonnen. Ach komm. War doch zur Hölle. Du kannst doch nur nicht verlieren, Papa. Ich kann dich nicht hören. Du bist zu fett. Ach Mann, Opa. Okay. Dann zählen wir jetzt die restlichen Karten zusammen und der, der am meisten hat, hat verloren. So, 3, 6, 9, 12. Jetzt Mama. 7, 14, 34. 4, 7, 9, 12. 4, 7, 9, 12. Ja. Was, 2, 4, 6, 12, 14. Und dann, Juna, mein Spatz? 12, 24, 36. Ach, egal. Dies ist ein schönes Kartenspiel. Zähl die Punkte mir. Wie? Wehe. Och, Mann. 12, 24, 36, 48, 67 und 92. Okay, wir wissen, wer verloren hat. Schwesterherz. Ja, ja, ist ja gut. Aber dafür kann ich besser fliegen. So, meine Lieben, ich muss los. Es ist ja auch schon sehr spät. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Nacht, Opa. Während sich die Familie Naseweis zur Nacht vorbereitet, schauen wir mal bei Tim und Tom Black vorbei. Na, Bruderherz, hast du schon Angst, allein in diesem Internat zu sein? Naja, eigentlich hätte ich es lieber, dass du mit dabei wärst. Dann fühle ich mich nicht so allein. Tja, aber das geht nicht. Ich muss das Vorbereitungsjahr in England machen, sonst bekomme ich den Abschluss nicht. Ja, das stimmt, ja. Aber ich kann dich ja besuchen, oder? In England? Ja gut, ein bisschen zaubern und ich bin da. Ja, wir schauen mal. Am nächsten Tag. Maximus Black und Tom verabschieden Tim am Bahnhof. Ach ja, mein lieber Junge. Ich habe schon immer gehofft, dass du mit mir die Weltherrschaft übernimmst. Und jetzt stehen wir hier am Hauptbahnhof und du fährst nach England, um deinen Lebenstraum zu erfüllen. Ach Papa, sei doch nicht traurig. Wir schreiben uns doch regelmäßig. Und wozu haben wir WhatsApp? Videochat und so. Ach, WhatsApp ist doch so alt, von 2009. Ich benutze die Zauberkugel. Ja, oder so. Na dann, schau, mein Bruderherz. Ich hoffe, das Jahr geht schnell um. Aber natürlich, Tom.
Wir sehen uns schneller wieder, als du Juna naseweiß sagen kannst. Ha ha ha. Sehr witzig. Yo, Bro. Hau rein. Yo, bis dann. Tim umarmt Maximus und gibt ihm einen Kuss. Bau keine Scheiße, solange ich weg bin. Ach Quatsch, ich doch nicht. Tim steigt in den Zug und setzt sich ans Fenster. Der Zug fährt los. Maximus und Tom stehen am Bahnsteigrand und winken. Bis dann, mein Tschüss. Lieber. Bis Tschüss. Dann, mein Lieber. Tschüss. Ach ja, und nachher geht es für mich ins Internat. Ja, mein Sohn, das geht leider nicht anders. Ja, ich weiß. Nun schauen wir bei Familie Goldstein vorbei. Sie sitzen alle am Tisch und essen zu Abend. Sag mal, Giovanni, nicht so schlingen. Du bekommst schon etwas ab. Mach ich doch gar nicht. Mann, Giovanni, du bist so eklig. Hör auf damit, mit vollem Mund zu reden. Ja, Schwesterherz. Hör auf, ich sag es dir. Oder soll ich dich verhexen? Aber Sophia soll damit aufhören. Und schon schwenken wir wieder zu Juna und ihrem Kater Maurizio. Sag mal, Juna, was ist eigentlich aus meiner Herrin Runzia geworden? Was hast du da gerade gesagt? Miau? Nein, das danach. Was aus der alten Henne Runzia geworden ist? Ja, die ist erstmal im Gruselmoor. Oh mein Gott, ich meine, sehr gut. Finde ich auch. Endlich kann sie keinem mehr etwas Böses. Ja, genau. Maurizio, hast du mir irgendetwas zu sagen? Ich? Nein, warum? Wer, wie, was? Der, die, das? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, sei dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Maurizio? Ja, ist ja gut. Warze weiß. Warze weiß? So nennt mich doch nur Runzia. Ach du lieber Gott, du bist Runzias Kater. Du hast es erraten. 5 Jahre habe ich es geheim gehalten und jetzt ist der Kater aus dem Sack. Aber warum? Naja, Runzia will deine Hexen. Hallo? Bist du noch da? Okay. Ganz plötzlich ist Maurizio weg und ploppt in Runzias Schloss im Katzenkörbchen auf. Kraft klauen und damit die Weltherrschaft an sich reißen. Hä? Hallo? Juna? Hallo, Herrin. Du dussliges, altes Wollknäuel! Warum wolltest du ihr es sagen? Na, ich wollte... Also, wäre es doch cool, wenn man Juna in so ein kleines Püppchen verwandeln könnte, oder? Was für ein kleines Püppchen? Naja, halt so ein... Ja... Kleines Püppchen, freches Bübchen. Hör auf! Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Aber das bringt mir nichts. Und wenn du sie in eine Biene verhext? In eine Biene? Ja, ja, diese, na, du weißt schon. Ich weiß gar nichts. Naja, ich meine, es ist ja ganz einfach. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Juna. Kleine, freche, schlaue Biene, Juna. Juna. Stopp! Ja, was denn?
Hast du in den 5 Jahren nur Kinderserien geguckt oder was? Nicht nur. Naja, auch andere Sachen wie zum Beispiel Gute Katze, Schlechte Katze, Alarm für Kater 11, Cats of Queens, Deutschland sucht die Superkatze, Das Katzentalent, Ich bin ein Kater, hol mich heraus, Kater Tag und Nacht und Tom und Jerry und noch viele mehr. Auch Alf? Nein, nein, oh Gott! So einen Horrorfilm gucke ich mir doch nicht an. Der frisst Katzen. Ist ja auch egal. Ich muss wissen, wie ich jetzt weitermachen kann. Mach das, Herrin. Ich gehe erst mal etwas Wasser trinken. Ja, mach das. Maurizio tapst zu seinem Trinknapf und wollte gerade trinken. Halt! McVick! Ey, Herrin, ich habe Durst. Kein Wasser. Hier ist Milch. Auch gut. Aber eigentlich ist ja Milchgift. Das sagt zumindest der YouTuber Fresh Torge. Musst du dir auf YouTube anschauen, Herrin. Aha. Na gut. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich mit Juna mache. Was ist, wenn du dich einfach mit ihr anfreundest? Anfreunden? Dein Ernst? Ja, denk doch mal nach, Herrin. Wenn du ihre Freundin wirst, dann kommst du ganz nah an die Hexensachen der Naseweiß ran und kannst dadurch ihre Hexenkräfte auf dich übertragen. Maurizio, Maurizio, du bist ein schlauer Kater. Sag ich ja. Und übrigens, so ein Kompliment habe ich schon lange nicht mehr gekriegt. Danke, Herrin. Sofort macht Runzia sich auf den Weg zur Familie Naseweiß, um Freundschaft zu schließen. Ah, hier muss es sein. Ich gehe schon. Ja, bitte? Ja, hallo. Ich bin Runzia. Runzia Nachtschatten. Und jetzt? Nun, ich würde gern mit Juna sprechen. Und ich würde gerne den Jackpot im Lotto gewinnen, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Tschüss. Sag mal, das ist ja wohl... Also, ich krieg hier gleich einen Hexenanfall. Das ist ja wohl eine Frechheit. Wir kaufen nix. Und stehlen tun wir selber. Opa, wer ist denn vor der Tür? Ach, irgend so eine Funzia. Ja, Funzia. Unerhört. Funzia? Du meinst doch nicht etwa Runzia? Ja, ja, oder so. Juna rennt schnell zu ihrer Mutter in das Hexenlabor. Mama, Mama, Mama! Runzia tobt vor der Tür! Wie bitte, mein Schatz? Runzia Mathilda Nachtschatten steht bei uns vor der Tür! Ist nicht dein Ernst? Doch, geh gucken! Julia geht zur Haustür und öffnet sie. Was willst du hier? Hallo, meine liebe Hexenschwester Julia. Ich würde mich gern mal mit Juna unterhalten, sofern das möglich ist. Was willst du von ihr? Sie soll zur Hölle fahren. Ich wollte mich mit ihr vertragen und Freundschaft schließen. Hahaha, sehr witzig. Nein, das ist mein Ernst. Tschüss, Runzia. Na toll. Juna geht in ihr Zimmer, öffnet das Fenster und ruft. Hau ab, Runzia! Lass uns in Ruhe! Aber Juna, meine Liebe, ich möchte mich wirklich mit euch vertragen. Runzia? Ja? Hau ab. Mach eine Fliege. Lass den Staub wehen. Verdufte. Verlass einfach die Gegend. Ist ja gut. Dann versuche ich es eben ein andermal. Während Runzia sich auf den Weg in ihr Schloss macht, schauen wir mal bei Maximus und Tom vorbei. Die beiden sind schon im Internat in Bayern angekommen. So, mein Junge, auch dich muss ich jetzt hier loslassen. Ja, ciao. Bis bald, Papa. Ja, ja,
Bis bald, mein Sohn. Als Maximus zu seiner Burg kommt, sieht er einen buckligen Mann vor seinem Tor stehen, der immer wieder an den Briefkasten klopft. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich klopfe schon seit 2 Stunden an diese Tür, aber mir macht niemand auf. Oh, weia, ist der blöd. Wie wäre es, wenn Sie mal das Tor benutzen würden? Oder besser noch die Klingel? Ja, das ist eine gute Idee. Na toll, jetzt ist keiner zu Hause. Was möchten Sie denn von dem netten Herrn, der da wohnt? Ich habe im Zaubernetz gelesen, dass er einen Gehilfen sucht, der ihm bei den ganzen bösen Sachen behilflich ist. Aha, okay. Und Sie sind? Böse. Das glaube ich Ihnen, dass Sie böse sind. Wieso denn? Ich habe mich doch noch gar nicht vorgestellt. Ich kann es mir aber denken, so wie Sie hier bei mir klopfen. Hä? Ja, ich bin es höchst persönlich, Maximus Black. Ach, okay. Das ist ja schön. Mein Name ist Igor. Igor Böse. Ach so, Ihr Nachname ist Böse. Ja, beim Vornamen bringt es ja nichts. Stimmt. Und wie war Ihr Nachname nochmal? Ist egal. Egal? Maximus egal? Nennen Sie mich einfach Herrscher oder Meister. Meister? So wie der Meister Eder vom Pumuckl? Ja, so ungefähr. Okay, Herr Eder. Nein, einfach nur Meister. Okay, Meister. Perfekt. Sehen wir nun, was der große Magier Zappalot macht. Er sitzt vor dem Fernseher. Ah, endlich mal wieder meine Lieblingsserie Gute Hexen, Schlechte Hexen gucken. Na, dann lassen wir den Zappalot mal in Ruhe seine Serie schauen. Und wir besuchen die Goldsteins. Giovanni und Sophia sitzen auch vor dem Fernseher. Sie sehen Harry Potter. Ach Mann, der Ron ist so süß. Oh mein Gott, Sophia. Ron wirst du aber nie im Leben zu Gesicht bekommen. Der ist ein Promi und lebt nicht in Deutschland. Ja und? Aber ich darf doch schwärmen, oder nicht? Ja, ja, natürlich. Aber jetzt schalte ich mal um. So. Ey, was soll das? Oh ja, das ist eine schöne Serie. Die Zauberer vom Waverly Place. Ach Mann, ist die Alex nicht schön? Ja, und der Max ist auch ganz nice. Och nee, nicht schon wieder. Ach, lass das bitte. Was ist das? Das ist Germany's Next Top-Hexe. Hilfe, ich bin ein Zauberer, holt mich hier raus. Halt die Backen, Giovanni. Ich hole mal etwas zu trinken für uns. Ja, mach das. Sophia geht in die Küche und kommt mit 2 Gläsern Leitungswasser wieder. So, bitteschön, Bruderherz. Danke, Schwester. Ah, leckeres Wasser. Schmeckt ein bisschen nach Zuckerwatte. Ach na sowas, was ist denn auf einmal mit mir los? Oh Gott, bei mir auch. Warum rede ich so komisch? Mach das weg, Giovanni, sofort. Ja klar, wie wir reden ist nicht fein. Es soll wieder unsere Sprache sein. Was war denn das? Das heißt, du hast den Spruch verkackt. Na, daher. Lass mich mal. Wie wir reden, ist nicht fein. Es soll wieder unsere Sprache sein. Hör auf zu lachen. Ist aber witzig. Ja, hallo? Ciao, mein Sohn. Hier ist Papino. Irgendetwas ist dir verkehrt. Ich habe etwas getrunken und seitdem kann ich nicht mehr zaubern.
Nicht zufällig Leitungswasser? Doch, genau das. Okay, wir können mich auch nicht mehr zaubern und hexen. Oha! Und jetzt? Das weiß ich nicht. Was machen wir jetzt? Ich komme gleich nach Hause geflogen. Ich meine gelaufen. Und gucke mal im Zauberbuch nach. Okay, bis gleich. Während Jürgen Goldstein 40 Kilometer zu Fuß nach Hause läuft, schauen wir bei Runzia und Maurizio vorbei. Heiliger Hexenbesen, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, damit Juna meine Freundschaft annimmt und nichts ahnt. Du kannst ihr ja Blumen schenken und dich damit einschleimen. Blumen? Ja, Blumen. Wenn du ihr welche schenkst, dann sagt sie zu dir: Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Entschuldigung. Ja, oder? 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 Oder du schenkst ihr Harib, ich meine Gummibärchen. Und dann? Naja, Gummibären mag doch jeder, oder? Denn Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Maurizio, bitte erspar mir dein Gejaule. Ja, oder? Wenn du noch einmal anfängst zu singen, dann nehme ich dir deine Stimme weg. Miau? Ja, genau. Ja, hallo? Böse hier? Wer? Wie? Was? Halt dein Katzenmaul! Hallo? Hallo? Ich lege jetzt auf. Nein, hier ist Böse. Ach Quatsch, ich meine Runzia. Ich möchte bitte mit Maxi sprechen. Wer ist Maxi? Maxi muss. Was muss Maxi? Boah, ey. Ich möchte jetzt mit deinem Herrn und Meister sprechen. Aber sofort. Ach, mit Meister Eder. Sagen Sie das doch gleich. Einen Moment. Ja? Hallo? 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 Maximus? Nee, Igor. Gib mir Maximus. Ja, Maximus aufs Klo. Er ist gleich da. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Hallo? Na toll. So, hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Ja, wo soll ich denn sonst sein? Ich warte hier schon 30 Minuten in der Warteschleife. Oh, okay. Das tut mir leid. Was kann ich denn für Sie tun? Gib mir Maximus. Ach so, sag das doch gleich. Ich verbinde... Nein, nicht schon wieder die Warteschleife. Das ist doch nicht wahr. Hallo, Maximus hier, der Herrscher, der Allmächtige. Halt deinen Mund, du Aushilfszauberer. Ich bin es, Runzia. Ach, Runzia, was kann ich für dich tun? Ich habe gerade in den Nachrichten gelesen, dass fast alle Leute nur noch mit Akzent reden. Na, das ist doch wundervoll. Ja, das heißt, dass wir bald die Macht haben. Ja, cool, da freue ich mich schon. Warte, es hat gerade geklingelt, Ich bin gleich wieder bei dir. Nein, nicht schon wieder die Warte. Nö, das reicht jetzt. Während sich Runzia aufregt, dass sie wieder in der Warteschleife ist, schalten wir
zu Familie Goldstein. Hallo, ihr zwei. Hallo, ich bin zu Hause. Ich gehe mal in meinem Labor und schaue mal im Zauberbuch nach. Jürgen geht ins Labor und sucht im Zauberbuch nach einer Lösung. Alles nur wegen dir, Sophia. Was? Warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. Du hast das Wasser geholt und dadurch ist es passiert. Du willst mir jetzt die Schuld geben, Brüderchen? Ja. Du kleine Miese. Was willst du machen? Hexen? Ach, ups, geht ja nicht. Jonas, Jonas, Jonas! Lina hat mich gerade angerufen. Und nun? Sie kann nicht mehr hexen. Warum kann sie das nicht mehr? Sie hat Wasser aus der Leitung getrunken. Okay. Das heißt, wir dürfen kein Leitungswasser trinken, egal was passiert. Okay, alles klar. Schauen wir nochmal bei Familie Goldstein vorbei. Jürgen sitzt ratlos auf der Couch. Und Sophia und Giovanni, sie sitzen traurig daneben. Ja, meine Kinder, das ist ein Fluch. Uns hat ein böser Fluch erwischt. Bestimmt von der alten blöden Runzia. Ich habe im Zauberbuch auch keinen Rückspruch gefunden. Ich denke, wir müssen einfach abwarten, bis sich der Fluch von alleine auflöst. Das gibt es doch nicht. Aber okay. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Juna und Jonas sind auf dem Weg zum großen Magier Zapperlot, um ihn nach einer Lösung zu fragen. Quietsche Entchen, nur mit dir plansche ich so gerne hier. Quietsche Entchen, der beste Freund, den's gibt. Badabadaba. Quietsche Entchen, so ein Spaß. Wenn ich drücke, sagst du was. Quietsche Entchen, der beste Freund, den's gibt. Moment! Ich bin gerade unter der Dusche. Komme gleich. Na toll. Da will man einen Rat von dem großen Magier. Und der steht unter der Dusche. Naja, auch die Großen müssen sich mal duschen. Ist ja gut. So, da bin ich. Oh, hallo Juna. Hallo Jonas. Was kann ich für euch tun? Also, meine Freundin Lina hat Wasser getrunken. Und nun kann sie nicht mehr hexen. Was für Wasser? Leitungswasser. Das sieht mir ganz klar nach einem Fluch aus. Der Leitungsfluch. Leitungsfluch? Ja, den können aber nur eine Hexe und ein Zauberer gemeinsam sprechen. Maximus Black. Ich habe es mir fast gedacht. Und Runzia? Gibt es eine Lösung, wie man den Fluch rückgängig machen kann? Ja. Es gibt ein Rätsel. Und das wäre? Was? Das Rätsel? Trinkst du Wasser aus der Leitung, steht bald alles in der Zeitung. Willst du nicht mehr flüssig sein? Trinke einen Hexenwein. Zusammengebraut mit Fuß vom Frosch und Bein von der Bache. Trinkst du es, reden alle wieder ihre Sprache. Okay, das heißt, wir müssen einen Hexenwein zusammenmixen. Und den Wein dann allen geben, die Leitungswasser getrunken haben? Und dann ist der Fluch gebrochen? So soll es geschehen. Alles klar. Danke, großer Magier Zappelot. Kein Problem, Kinder. Viel Glück. Juna und Jonas gehen nach Hause. Im Labor ihrer Mutter panschen sie den Zaubertrank zusammen. So, hier sind die Gläser. Und hier ist der Frosch. Und hier ist der Fuß der Bache. So, und jetzt alles gründlich umrühren. So, perfekt. Und das müssen wir jetzt alle trinken? Ja, das ist so etwas wie eine Impfung gegen den Fluch. Ah, okay. Na, dann wollen wir mal. Bäh, ist das eklig. Ach komm, stell dich nicht so an.
Naja, lecker ist es nicht. Mama, Opa, Papa, hier, das müsst ihr trinken. Dann seid ihr immun gegen den Fluch. Okay, Juna, dann wollen wir mal trinken. Ne? Oh, lecker. Na dann mal los. Oha, na ja, auf los geht's los. So, und jetzt? Abwarten. Ich geh mal schnell zu Lina und bring ihr den Trank. Ja, mach das. Juna macht sich auf den Weg zu Lina und klingelt an ihrer Tür. Ah, Juna, schön, dass du da bist. Du glaubst nicht, was los ist. Ich kann nicht mehr hexen. Ich habe Leitungswasser getrunken und nun geht gar nichts mehr. Hier, trink das. Was ist das? Trink. Naja, lecker ist das nicht gerade. So, jetzt bist du gegen den Fluch geimpft. Okay, danke, Juna. Du bist echt eine gute Freundin. Sehr gerne. Ich muss aber wieder los. Mach es gut. Wir hören uns. Ja, Juna. Bis dann. Tschüss. Nicht mehr lange. Und dann ist der Fluch unumkehrbar. Dann werde ich die Welt beherrschen. Du meinst, wir werden die Welt beherrschen. Ja, sag ich doch. Nur noch 3 Stunden und dann ist der Fluch nicht mehr zu brechen. Hier, ihr zwei. Juna hat mir gerade 3 Flaschen von einem Trank vorbeigebracht gegen den Fluch. Den sollen wir trinken und dann soll alles wieder reibungslos klappen. Na dann. Los. Ja, genau. Bah. Ja, cool. Ich merke schon, wie die Zauberkraft wieder in mir hochkommt. Ja, das merkt man sofort. Mir wird voll warm. Ja, oh mein Gott. Das kitzelt ja mega. Nein. Na, wundervoll. Ach, das ist schön. Ich fühle mich wieder frisch und habe wieder volle Kraft. Alle haben den Trank getrunken und sind gegen den Fluch geimpft. Was Maximus und Runzia wohl machen? So, nur noch 1 Minute und dann kann man den Fluch nicht mehr rückgängig machen. Ja, dann herrschen wir über die ganze Welt. Ja. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, nein, was ist denn jetzt los? Heilige Hexenwesen, der Fluch löst sich auf. Verhext nochmal, das kann doch nicht sein. Das kann nur die kleine Göre Juna gewesen sein. Die hat das Geheimnis des Fluches bestimmt alleine gelöst. So, wo ist denn die liebe Runzia? Hallo, hier drüben. Also ich bin ja echt enttäuscht von dir, mein lieber Zapperlot. Mich muss man doch sofort erkennen. Man weiß doch, wer ich bin.
mich je besiegen. Ich bin immer da. Keiner wird mich runterkriegen, denn ich bin wieder da. Ich hexe, was mir gefällt. Und das ist so wunderbar. Egal, wer mir was erzählt. Hex, die die dumm dein, Hex, die dumm dein, Hex, die dumm dein, Hex, Hex, Hex. Hex, die dumm dein, Hex, die dumm dein, Hex, die dumm dein, Hex, Hex, Hex. Und dann hexe ich 1, 2, 3. Die Juna-Zeit ist bald vorbei. Nur wer Böses tut, ist gut, so richtig gut. Seht, ich bin immer da. Ich hexe, was mir gefällt. Und das ist so wunderbar. Egal, wer mir hier was erzählt. Hex, die dumm dein, Hex, die dumm dein, Hex, die dumm dein, Hex, Hex, Hex. Hex, die dumm dein, Hex, die dumm dein, Hex, die dumm dein, Hex, Hex, Hex. Oh Mann! Und schon wieder ist es schief gegangen. Das gibt es doch nicht! Ich habe doch gesagt, Maximus, du musst es nicht immer unbedacht angehen, sondern auch mal nachdenken. Von jetzt auf gleich, von da bis hier, du bist kein Zauberrabe mehr, bist jetzt ein ganz normales Sehr gute Idee, Maxi. Ach, nenn mich nicht. Egal. Aber Herrin, das können Sie doch nicht machen. Ich möchte doch nur... Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Halt die Klappe! Von jetzt auf gleich, von da bis hier, du bist kein Zauberkater mehr, bist jetzt ein ganz normales Tier. So, was machen wir jetzt, Maximus? Ihr bekommt zur Strafe erstmal 15 Jahre Zaubermoor. Na toll! Das ist ja nicht schön, Maxi. Mit dir zusammen? 15 Jahre in einem Zaubermoor verbringen? Ich freue mich. Nein! Ihr wart nicht nett zu unserer Welt. Jetzt bekommt ihr etwas, was euch nicht gefällt. 15 Jahre sollen es sein. Im Zaubermoor seid ihr allein. Die ganzen Taten werdet ihr nie vergessen. Alles wird in den Jahren dort abgesessen. Ihr kommt nicht raus und nix kommt rein. Ja, so soll das für die ganze Zeit sein. So, Juna, wenn du willst, kannst du Maurizio gerne mit nach Hause nehmen. Er ist jetzt ein ganz normaler Kater. Ja, das mache ich sehr gerne. Danke, danke, großer Magier Zappelot. Machen Sie es gut. Ach ja, na dann komm, kleine Schwester. Gehen wir mal nach Hause und kümmern uns um unseren Kater. Warum klein? Was? Klein? Ich habe nicht klein gesagt. Du hast doch eben klein gesagt.
Da musst du dich verhört haben. Ja, ist klar. Jona und Jonas gehen zusammen nach Hause und die Familie kümmert sich um Maurizio. Arthur, der Vater von Francesco, ist mit 96 Jahren an Altersschwäche gestorben. Tja, meine Lieben, das war's mit der zweiten Folge von Die Abenteuer der kleinen Hexe Jona. Auf Wiedersehen.